gentleman, Big Jim. We've let him do whatever he wants for far too long. Fuck yeah, it's time we teach this motherfucker who real. Did someone call for Big Jim? Who's laughing now? No, please, please. I swear, I won't tell him. Too much talking. Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Crime Scene Simulator. Haben wir uns so auf die Pizza gefreut. Moment, wir werden die erstmal essen. Zack. So, schade, keine Errungenschaft bekommen. Ich dachte, vielleicht gibt's das auch. Moment, wir haben ja noch ein Pizzastück hier. Nee, das können wir nur aufheben. Schade, na gut, müssen wir uns halt den Auftrag anhören. This is Jim. What you did at Mike's was good. But we've got bigger fish to fry tonight. I have to take care of some backstabbing fuckers scheming against me at Mateo's Pizza. What can I say? There will be blood. So prepare some body bags, Kowalski. A whole lot of them. So now I'm eating their last pizza? Oh nein! Nein, wir haben jetzt nicht die Pizza bei denen bestellt, wo wir jetzt sauber machen müssen. Och, ihr seid doch so kleine Schweinchen. Ich glaube übrigens... Also lieben Gruß an die Entwickler. Aber ich glaube, Satan, die Katze vom letzten Teil, die wir ja kennengelernt haben am Ende. Ich glaube, wir haben irgendwie den Geist mit in unsere Wohnung gebracht. Ich hätte das nicht sagen sollen, oder? Jetzt ist der Geist erzürnt. Kann das sein? Nun gut, wir nehmen... Was bist du denn? Alter! Dieser Blick! Die verfolgt mich aber nicht, ne? Oh Gott, seit wann haben wir denn... Seit wann haben wir das Ding denn da in der Ecke stehen? Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Mission annehmen... Achso, doch, kann ich doch. Andere Kinder sind gemein. Gucken wir erstmal, was mit unserer Tochter ist. Hallo Papa, heute war ein harter Tag und ich muss das einfach loswerden. Ich habe ein paar Freunde gefunden, aber manche Kinder sind doof. Ich habe Kathi erzählt, dass mein Papa als Hausmeister arbeitet. Und dann hat der ganze Tisch angefangen zu lachen. Das war so gemein. Alle haben mich verspottet. Ich war so fertig, dass ich einfach gehen musste. Aber mach dir keine Sorgen, Papa. Ich weiß, dass du sehr hart arbeitest und ich bin stolz, deine Tochter zu sein. Bitte gib Dexter eine schöne Belohnung von mir. Ich hab dich lieb. Ja. Ob sie das am Ende auch noch sagen würde, wenn sie wüsste, was ich so tue? Und ob die Kinder auch noch lachen würden, wenn sie wüssten, was ich tue? Das glaube ich eher nicht. Big Jim, das Restaurant säubern. Du hast großartig... Oh, scheiße. 11 Leichen, okay. Du hast großartige Arbeit im Wellnesscenter von Mike geleistet, aber das war nur die Vorspeise im Vergleich zu dem Auftrag, den ich als nächstes für dich habe. Nimm alles, was du brauchst und begib dich zu Matteos Pizza. Erwarte ein verdammt blutiges Gemetzel. Dafür kriegen wir nur das Doppelte an Geld, obwohl wir fast das Dreifache an Opferzahlen haben. Na gut, nehmen wir trotzdem mal an. Ein italienischer Job, sofort. Da kümmern wir uns sofort drum. Von der Pizza. Wo ist denn mein Fluffy? Wo ist denn mein kleiner Schatz? Hallo? Da ist mein kleiner Schatz. Komm her. Dexter, do you like pizza? Du kannst das Pizzastück haben, was noch bei uns im... Oh, Happy Together.
Streichelt Dexter 15 Mal. Ja, das ist eine Errungenschaft. Ich liebe Errungenschaften, die mit Hunden zu tun haben. Also damit Hunde zu streicheln. Moment, das war das Schlafzimmer, oder? Hier, da müssen wir hin, genau. Ich habe schon ein bisschen Sorge gehabt, dass wir... Aber Moment. Dass wir über den Hund drüber laufen müssen. Alter, ist das dein Ernst? Haben wir ein Bild von der Horrorkatze aufgenommen? Von Satan? Wie kommt das hier hin? Dieser Geist verfolgt uns irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir müssen los, schnell. Italienischer Job. Mission starten. Auf zu Antonios Pizza. Kapitel 4. Italienischer Job. Here I thought that I'd finally gotten used to this job. I couldn't be proved any more wrong. That made me realize that there's no escaping Big Jim. At least, not if I didn't want to be full of holes like a cheese. Schnapp dir dein Klemmbrett und dann schau mal, oh Gott, was wir hier alles so finden können. Wir müssen es aber auf dem Pickup drauf machen, ja? We had a busy night, so expected you with 11 bodies. Okay, understood. Oh, and one more thing. Some old hag started yelling at us from the window, so we stopped her mouth with some bullets. Pack that body as well. Sure thing. Alright, let's get to work. Also geradeaus habe ich schon mal was gesehen. Das wird wohl unser Hauptziel hier werden. I can't open it from this side. Natürlich, das war... Aber war das doch... Das ist doch keine alte Frau, die da hinten liegt. Also wenn das eine alte Frau ist, dann bin ich aber auch eine alte Frau. Leute, ernsthaft. Kein Geld runter versteckt, keine Drogen nicht verkaufen kann. Das geht nicht. So was geht nicht. Ich glaube, da hängt eine Leiche. Looks like I'll need to find a key. Okay. Erstmal Schlüssel finden. Ja, das ist noch nicht das italienische Massaker. Ich befürchte, das kommt dann später. Wo haben wir denn Wasser? Das wäre dann hier hinter. Mamma mia! This place looks more tangled than the pasta in my cabanara. Da hat er sogar einen in den Ofen geschoben. Ich denke, das wird dann aber irgendwie einer der Gäste sein oder was? Ich bin mir nicht so sicher. Hier brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit als sonst. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal den Weg hier freiräumen, damit wir zum Wasser kommen. Das ist, denke ich mal, hier links um die Ecke. Wieso geht der nicht kaputt? Ah, war ich zu weit weg? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fangen wir erstmal mit dem Säubern an hier. Das geht ja gar nicht. So. Mamma mia, was ist denn mit dieser Pizzeria geschehen? Na, das können wir jetzt gerade nicht. So, der war hier. Klatsch. Okay. Können wir uns vielleicht noch eine Pizza mitnehmen? Moment, was ist denn das? Was ist das? Another proof that more people should start reading. Lieber Herr Koch, ich weiß, dass Sie keinen Respekt vor irgendjemanden haben, der nicht Gott Gordon Ramsay ist, aber Sie sollten zuhören, wenn ich Ihnen sage, den verdammten Schlüssel zum Kühlraum mitzunehmen. Wollen Sie dort drin stecken bleiben, wie der Typ in Shining? Wollen Sie das? Tja, aber wo ist dieser verdammte Schlüssel? Das sagt er nicht, ne? Na gut. Machen wir erstmal weiter. Ach, oder auch nicht. No use fixing.
Better to throw it away. Genau. Reparieren, wegwerfen ist besser als reparieren. In einem Fall, wo alles blutig ist, sowieso. Muss nur... empty the trash can first. Ja, ich habe schon verstanden. Ach, warte, weißt du was? Schmeißet erstmal hier in die Ecke. Ich habe keine Lust, immer wieder da rumzulaufen. Das muss ich kaputt machen, nehme ich mal an. Jetzt muss ich natürlich mal wieder alles kaputt machen. Ich will nur nicht... Ja, genau. Ich sag gerade noch, ich will nur nicht in das Blut reintreten. Was macht der? Haut erstmal komplett hier durch das Blut durch. Na, wie oft muss ich das noch machen? Also es geht auch, wenn es weiter weg ist. Okay, habe ich jetzt gerade mal ausprobiert. Das auch nochmal. Das heißt, dass ich irgendwie mir einen Weg jetzt hier links erstmal rumbahnen muss. Die werden immer noch nicht größer. Seitdem ich das gemacht habe mit den Punkten, funktioniert das irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Was bist du denn? Dich muss ich sauber machen und irgendwo hinstellen wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ob das der Laptop ist. Sieht so ein bisschen so aus. Oh. Schwuppdiwupp. Was wir können, machen wir schon mal rein. Ach so, das war von dem Stuhl, ne? Dieses komische Polster hier. So, das ist nur die Frage. Da komme ich nicht ran. Ich will halt, wie gesagt, nicht zu nah rangehen gerade. Schmeißen wir auch noch weg. Oh, die sollte ich allerdings mal eben aufsammeln, weil die verflüchtigen sich ansonsten wahrscheinlich gleich im Raum. Bullet after bullet after bullet. So. Kriegen wir dich schon da rausgehoben? Ja. Ich hoffe, du tropfst mir jetzt nicht den Boden voll. Das wäre ganz nett von dir. Das Auto ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ich meine, mich hat ja eigentlich keiner auf dem Schirm. Geht es dir gut da? Du sollst eigentlich dich da drin selber verschnüren. Hast du keine Lust zu, ne? Na ja, Moment. Wir machen... Interagieren. Wir machen es anders. Trick 7. Alter, bist du ein Vampir oder was? Wieso steht deine Leiche jetzt hier so senkrecht? Trick 17 wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber irgendwie hat er keine Lust heute. Ach, F dich doch. Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll ich denn noch alles machen? Runterschmeißen geht nicht. Hochschmeißen geht nicht. Jetzt steht der wieder senkrecht. Du hast doch den A offen, ehrlich. Ich darf ja nicht fluchen, ne? Von wegen YouTube und so. Na, endlich. Boah. Ja, komm, nehmen wir die jetzt auch noch eben mit. Ja, das wird direkt reingezogen. Wenn ich jetzt eh schon mal hier vorne bin, kann ich die Sachen auch schon mal entsorgen. So. Hoffentlich gehen die nicht kaputt. Und einen haben wir noch. Komm. Alter, ich laufe zu schnell irgendwie. So. Wie komme ich da jetzt rein, um das Wasser zu holen? Wir fangen mit dem hier an. Das sieht nicht gut aus. Der ist... Ja, ich wollte gerade sagen, der ist nämlich gleich voll. Ich hoffe, ich kann da so durch. Wobei, ich glaube, einmal wäre der sowieso voll gewesen, oder? Hier der zum... der... Ach. Wie heißt das Ding denn jetzt, Mann?
Der Hochdruckreiniger. So. Ich meine, einmal wäre der schon voll gewesen. Der ist wahrscheinlich von, ja, vom Nebenzimmer hier. Ach so, ich habe übrigens was, haha, in meinem, ich sag mal, Steam-Freundeskreis gesehen. Das möchte ich gerne mit euch ausprobieren. Es funktioniert noch gerade nicht. Ja, genau. Jedes Mal funktioniert das, dass ich dagegen laufe und das Ding umkippt. Aha, jetzt aber. 15 Mal müssen wir es insgesamt... Das hast du toll hingekriegt. Super. 15 Mal müssen wir es insgesamt schaffen, das Teil umzuwerfen. 2. Wir probieren es einfach mal. 3. Wenn ich dran denke, schneide ich die zwischendurch raus. Vier. Fünf. Alter. Sechs. Ups, I did it again. Wer 15 Mal den Eimer um? Sehr, sehr geil. Ich hätte es wahrscheinlich auch so geschafft, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, weil ich das jetzt zufälligerweise gesehen habe im unter den Steam-Errungenschaften von Freunden, wollte ich das jetzt mal machen. Weil ihr kennt das ja von mir. Ich mache halt gerne die ganzen Errungenschaften so... Jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Die ganzen Errungenschaften so weit, wie ich das kann. Und ja. Alter, ja, wirf das. Kein Thema. Ich sag doch, ich würde es auch so schaffen. Siehst du, der ist nämlich schon voll. Der ist nämlich schon voll. Den nehmen wir jetzt erstmal weg. Wieso hat der jetzt da oben? Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Das hätte sich jetzt auch sparen können, oder? So. Machen wir erstmal hier den Badbereich sauber, damit da nichts mehr passieren kann. Vor allen Dingen sind wir da ja näher. Da ist sonst nichts mehr. Oh, Hallöchen. Das ist doch auch mal ein gutes Bild. Wenn man die Dinger nicht unten drin hätte, heißt das. So. Achso, kann ich jetzt nicht, ne? Moment, müsste machen. Ja. Ich schätze, obwohl, naja, nee, ich glaube nicht, dass der aufs Klo wollte, weil der ist ja nur angezogen. Es sei denn, er wollte gerade erst und man hat ihn dann davor gestört. Kann natürlich auch sein, aber ich denke eher, dass er vielleicht hereingeflüchtet ist, weil er die Schüsse gehört hat oder so. Alter! Glaube Takt. Ja, da drunter ist noch. Das kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen, die Toilette ist auch wirklich sehr, sehr ekelhaft hier. Nehme ich erstmal mit raus. Is that you? Das sieht aber auch aus. Irgendwie ist das ein bisschen pervers hier, dieses Bild. Ich weiß auch nicht. Nun gut. Wollen wir uns mal nichts bei denken? Wir denken ja sonst auch nicht. Oh, ich wusste es. Was habt ihr eigentlich alle? Oh, diesmal wird es angenommen. Diesmal wird es angenommen. Sehr schön. So. Können wir den Rest vielleicht noch machen? Na, ist der noch in dem Modus? Ja doch, eigentlich ist er noch drin, ne? Das heißt, hier müsste eigentlich sauber sein. Da nicht ganz. Scheinbar über den Boden rüber gespritzt oder so. Achso, kann man nicht öffnen. Hätte ja sein können, dass er hier irgendwie oder jemand anders irgendwie was verloren hat oder so. Dann halt nicht. Nun gut, sammeln wir erstmal die Patronenhülsen auf. Das ist, glaube ich, das Einzige hier.
Zack. Mhm. Sagt er nichts so? Ja, langsam gewöhnt er sich dran. Hat er selber gesagt. Nun gut. Das Ding ist aber auch ganz schön leck hier. Alter. Du sollst aufheben und daran machen, bitte. Danke. So, das stellen wir mal hier so hin. Und was auch immer gut ist, eine UV-Lampe. Weil dann kann ich das nämlich besser sehen und muss nicht immer den Blick anmachen. Finde ich persönlich sehr praktisch. Jetzt nicht nur, wenn es dunkel ist, dadurch wird es dann natürlich auch was heller. Sondern auch gerade in so Gegenden wie hier, wo man natürlich dann keine Spuren hinterlassen will. Alter, nicht wieder alles von vorne beginnen will, wollte ich gerade sagen. Stell dich doch mal aufrecht hier. So. So. Gerade wollte ich noch was sagen, wie wir können dann erstmal hier die Ecke machen, damit die schon mal sauber ist. Und schon haue ich natürlich meine Lampe um. Ist natürlich eine andere Sache, dadurch, dass das jetzt so UV-Licht ist, haben wir jetzt kein Blut mehr in dem Sinne, ne? Das ist halt alles so farblich komplett anders. Sieht so ein bisschen wie Slime oder so aus. Wobei da hinten... Ach, da ist die nächste Leiche, okay. Die Tätowierung mir gefallen. Da ist eher alles kaputt, das machen wir direkt mal so. Ich habe aber nicht mehr viel... Entweder habe ich nicht mehr viel Reichweite oder nicht mehr viel Power dahinter. Oder halt beides. Ja, war eh schon kaputt. Die Pizza werde ich jetzt auch nicht mehr essen, das Pizzastück. Das habe ich jetzt in der Tat nicht gesehen. Dich werden wir nochmal eben auffüllen. So. Ein bisschen mehr hier reinstellen. Und... Warum kann ich, weil der hier im Weg steht oder wieso? Ah, kann ich jetzt doch? Ja, wenn du den mal vernünftig halten würdest, könnte ich den eventuell auch dahinstellen. Alter, ist das dein Ernst? Was ist denn daran so schwer? Something is blocking the way. Ja, das ist mir schon klar. Oder soll ich da unten... Och nee, hat das jetzt wieder damit zu tun, dass ich... Na, den kann ich, glaube ich, nur umstellen. Dass ich den ganzen Kleinkram hier erstmal erstmal rausholen muss. Das war alles kaputt. Bevor ich das Ding wieder umstellen kann. Das ist doch bescheuert, echt. Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber das machen wir auch mal weg. So, können wir jetzt? Jetzt können wir. Sehr schön. Also das verstehe ich ehrlich gesagt bis heute nicht, aber naja. Muss man nicht unbedingt verstehen. Der ist sauber. Also nicht der Typ, aber der Stuhl. Ist immer noch voller Blut. Achso, die Wand wollte ich erstmal. Genau. Warum hängen da bitte Pizzastücke an der Wand? Also ich verstehe ja noch, dass hier Blut rumgespritzt hat. Wobei das, ganz ehrlich, sehr übertrieben dargestellt ist. Also wer sich ein bisschen mal damit beschäftigt, wie viel Blut eigentlich aus so einem menschlichen Körper rauskommt, das ist so dieser, ich sag mal, Fernseheffekt, den man hier sieht, ne? Nicht ganz so realistisch dargestellt. Ist, denke ich mal, damit man halt mehr Arbeit hat, damit man sich ein bisschen länger mit dem Spiel beschäftigt und so. Ist ja okay. Kann man drüber wegsehen, muss ja nicht immer alles realistisch sein, aber es ist schon krass, was hier so teilweise an Blut an den Wänden hängt, muss ich sagen.
Da unten war noch was immer. Meine ich doch. Ist das jetzt weg? Ja. Nicht ganz, aber jetzt müsste es theoretisch weg sein, oder? Speier ja immer noch darauf, dass ich das direkt wieder machen kann. Brauche ich aber, glaube ich, 5 Punkte für. Kann ich dich hier nicht dampfstrahlen? Schade. Na gut, nehmen wir dich jetzt erstmal mit. Ich dachte, die Nomads würden be disbanded after the Spa-Incident. Aber ich guess they're still trying to get their revenge. Tja. Du arbeitest für einen Mafia-Boss. Was soll man... Alter. Was soll man sagen, wollte ich gerade sagen, aber... Oh, ich hasse es, ich hasse es. Darf ich nicht so lange drücken vielleicht? Dann haut der wieder nach hier vorne. Kann ich dir einfach aufs Maul geben irgendwie, dass du nach hinten fällst? Punching Ball! Es ist nicht normal. Ganz ehrlich, es ist nicht normal. Ja, und jetzt, genau, ich habe ein Drittel ungefähr gedrückt von der Länge her. Und ihr schmeißt den komplett da drüber. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich hinten das Ding aufmache, wenn das sowieso nicht funktioniert. Jetzt klebt er wieder hier vorne. Ich habe einmal kurz gedrückt. Ihr habt es gesehen. Also das mit den Leichen, das ist so lächerlich, das da reinzukriegen. Das ist echt nervig, muss ich sagen. Boah, endlich, ey. Man muss echt Trick 17 kennen. Ich meine, ich mag dieses Spiel. Ich mag dieses Spiel wirklich sehr, sehr gern. Aber das ist wirklich nervig. Also wenn man die Leichen irgendwo aufs Auto drauf verfrachten muss. Hier die Säcke, die gehen total einfach. Braucht man nur mal einmal kurz antitschen und dann schmeißt man die halt hinten rein, sag ich mal. Aber das ist, nee. So. Hinten haben wir jetzt noch ein paar gebrochene Sachen. Die kann ich mal eben noch mitnehmen. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin, bis das voll ist. Wahrscheinlich aber eher nicht. Kann man das mitnehmen? Ja. Doch, jetzt kriegen wir es hin. Gut. Das noch kaputt. There was no need for so many tables anyway. Nee, ne, finde ich auch. Das haben wir da. Das müssen wir aber eigentlich erstmal sauber machen. Das heißt, dass wir den erstmal zur Seite stellen. So, die Pizzastücke, ich glaube, die sammle ich tatsächlich erstmal auf hier. Haben wir hier noch irgendwo Pizzastücke an der Wand hängen? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Weil das wäre vielleicht doch ein bisschen auffällig, wenn die dann da an der Wand kleben. Vielleicht denken die ja auch, was ist denn das für eine komische Pizzeria hier? Da kleben die ganzen Pizzastücke an der Wand. Weiß man ja nicht, ne? Aber könnte trotzdem ein bisschen auffällig sein. So. Du bist fast leer. Das heißt, dich machen wir erstmal... Ach, hier war noch ein Stuhl. Genau, das war's. Nehmen wir den auch erstmal rüber. Der liegt da schon in der Ecke. So. Gucken, ob wir den jetzt ausnahmsweise mal hinkriegen. Ah, na endlich, okay. So, die Frage ist... Ja, das war so klar. Och, äfft euch doch einfach. Alter. Ich sag da nichts mehr zu. Diese Lampe geht mir auf den Senkel. Egal, was ich tue, sie stellt sich immer quer, beziehungsweise sie legt sich immer hin. Es ist abartig.
Ja, manchmal klatsche ich ja auch eine, das gebe ich ja zu. Aber nie mit Absicht. Mein Herz ist groß und rein. Das war nie mit Absicht. Sollte nie so sein. Oh, da ist ein Gemälde hinter. Jetzt kann man es erkennen. Wobei, das Gemälde kann ich nicht erkennen. Aber das ist ein Gemälde da. Ist das kein... Ach nein, das ist kein Gemälde. Das ist... Ach ja, ja, ja. Da schreiben die dann auf Spezialmenü und sowas, ne? Alter, ich habe dich gerade angeklickt, um dich hochzuheben. Nicht, um dich in der Gegend rumzuwerfen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Moment. Das ist sehr schwer, den Überblick zu behalten. Drei Körper, das wäre dann der vierte. Nee, ich wollte es mal von der Seite probieren. Nö, er hat einfach keinen Bock. Okay. Ihr habt so eine perverse Neigung irgendwie dafür, die Körper in unmöglichen Situationen zu zeigen. Kann das sein? Also Frage an die Entwickler. Weil anders kann ich mir das hier sonst nicht erklären. So. Zwei müssen wir noch entsorgen. Also wir müssen noch sehr viel mehr entsorgen, aber zwei können wir jetzt erstmal... Ist das Wasser unten gefroren oder was ist das? Oder ist das nur Grafik? Sache, sage ich jetzt mal, dass das eigentlich Wasser darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. So. Mal gucken, wo wir denn jetzt am besten weiter... Ich wollte gerade sagen, das sind Tabletts. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Ah. Ah, verstehe. Dann muss man das da reinräumen. Ja, 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 ja. Okay. Den können wir so nehmen. Das müssen wir... klein machen. Frage ist, kann ich den... Comes before fixing. Ach so, da oben ist noch was. Ne, ist zu weit weg. Moment, dann machen wir es anders. So, da haben wir noch was. Proceeding with an alliance without Mike. I guess they didn't learn their lesson. Doc, hey, wo bist du gerade? MB Throne. Bin in einer Minute da. Doc, was hast du vor einer Stunde gesagt? MB Throne, ja, aber diesmal lüge ich nicht. Ist Mr. G schon da? Doc, nein, aber er kommt gleich. Nun gut, nun gut. Ja, du warst gerade grün und du hast es schon wieder versaut. Es ist zum Kotzen. Ich will nicht durch das Blut durchgehen. Nimm's doch einfach an. So. Hm, wo muss das Ding denn hin? Dahin. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall erstmal vorher säubern. Sonst kann ich das vergessen. Ah, da hinten liegt ein Schlüssel. Sehr schön. Okay, das kann ich jetzt da hinstellen. Hat der hier eine Unordnung hinterlassen? Was für eine Sauerei hier. Na gut, fangen wir erstmal hier mit dem... Hallo? Muss man ja auch noch den genauen Winkel raussuchen. Ich glaube, Takt. So. Da sind noch einige Patronen drauf. Die hätte ich gerne erstmal runter. So. Dann würde ich sagen, räumen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen auf. Damit wir den Boden vielleicht mal ein bisschen freier kriegen hier. Sie hat auf jeden Fall nicht gelogen. Es ist ein ziemliches Massaker, ne? Das Pizza-Massaker. Oder das Pizzeria-Massaker. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich denke mal, so in die Richtung wird der Titel gehen. Ich habe den Stuhl freigelegt. Ja.
So, okay, Pizza müssen wir auf jeden Fall auch aufräumen. Rüste, genau, die Tellerreste. Nee, Moment, da bin ich rumgegangen, ne? Genau. So, die... Oh Gott. Diese ganzen kleinen Patronen, ne? Ich fände es gut, wenn man irgendwo draufdrücken könnte. Also zum Beispiel Shift-Taste. Und dann einmal auf die Patronen drücken. Und der hätte jetzt die Patronen alle im Umfeld von, keine Ahnung, Meter oder sowas von mir aus. Hätte der dann eingesammelt. Es wäre wesentlich, ja, schöner gewesen. Ich weiß, es soll teilweise ein bisschen realistisch sein. Dementsprechend ist es auch okay, das so zu machen, aber man hätte es wirklich ein bisschen anständiger machen können. Für die Leute, die das Spiel spielen, statt dass man hier alles machen muss. Separat. Moment, den können wir jetzt erstmal noch nehmen. Mal schon mal dahin stellen. Den muss ich reinigen, aber den kann ich doch schon mal hinstellen, oder? So. Bin mir nicht sicher, wie viel... Du hast gar nichts mehr drin oder du hast alles voll? Nee, du hast gar nichts mehr drin, ne? Das leuchtet sonst, oder? Ja, das leuchtet sonst so hellblau. Okay. Wo stelle ich dich jetzt hin? Am besten hier hin. Und dich am besten auch so in die Ecke, weil... So. Weil ich hier nämlich erstmal alles sehen muss und die Ecke erstmal machen muss, dann gehe ich nämlich rechts zu der Ecke mit dem Ofen, also zu der Küchenecke. Bevor ich jetzt hier wieder irgendetwas umwerfe. Ich glaube, das Blau sind irgendwie so Flecken, die nicht ganz so intensiv sind. Kann das sein? Und das Rosa sind halt so Flecken, die sehr intensiv sind. Die Wände sehen aber soweit ganz gut aus. Das können wir noch wegräumen. Na, so. Das kommt noch... Ah, da ist noch eins. Das kommt noch nach hier. Das auch. Da sieht doch schon mal wieder ganz gut aus hier, ne? Kann man nicht klagen. Als ob die normale Putzkolonne hier gewesen ist. Also Putzkolonne war es auch irgendwie. Wobei als Kolonne würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ist da Blut dran? Ne, ist kein Blut dran. Hinten ist noch was Blut. Mal hier hin. It won't move like this. Oh, warum denn jetzt schon wieder nicht? Jetzt sag mir nicht wegen dem Stuhl, den ich schon passend dahingestellt habe. Hä? Da ist aber doch nichts. Ist dein Ernst jetzt? Weil der Stuhl richtig steht. Deswegen kann ich das jetzt... Ihr habt doch echt den A offen, ehrlich. Also das ist jetzt wirklich dämlich gemacht, ganz ehrlich. Zumal der den Stuhl erstens nicht berührt hätte und zweitens... Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch ein Stuhl, ne? Da ist noch einer. Und zweitens konnten wir den ja da hinmachen. Dann soll man da irgendeine Sperre hinmachen, dass man den halt eben nicht direkt so hinmachen kann. Also das war jetzt wirklich... Kann ich das mit dem Glas machen? Ja, okay. Nein, ich wollte eigentlich... Ich habe auch Q gedrückt. Bin mir ziemlich sicher. Aber ich sehe gerade, ich habe sowieso... Okay, das ist aber jetzt weg. Okay. So, bevor ich mich da jetzt hinbegebe, machen wir den nochmal komplett voll. Handhabung ist ein bisschen blöd, ne? So, was machen wir mit dir? Die stellen wir mal ein bisschen zentraler hier hin.
Der ist hier immer noch am Verbrennen hier. Oh, der hat einen Schlüssel dabei. Unbelievable, Moment. What people can do in the heat of the fight. Tja. Was willst du erwarten? Wir haben gerade mal die Hälfte gefunden ungefähr. Hätte mich auch gewundert, wenn es beim ersten Mal geklappt hätte. Tada! Der kommt gar nicht hoch. Okay, danke schön. Wenigstens etwas. So, dann entsorgen wir die zwei auch direkt mal. Liegen die ja nicht so im Weg rum. Oh. Das erste Mal, dass ich hier einen Müllsack komplett drüber werfe. Gibt es eigentlich keine Errungenschaft so für 50 reingeworfene Müllsäcke oder sowas? Das wäre auch ganz cool gewesen. So. Das ist Dreck, ne? Das sind gar keine Blutflecken. Na gut. Warum ist das eigentlich orange? Weil das jetzt erhitzt ist, oder? Den Schlüssel irgendwie wegmachen, ne? So. Oh, take. You shouldn't be able to lock yourself inside an industrial freezer. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich würde alles machen. Ich würde ein Klötzchen machen. Ich würde, wenn man das könnte, einen Schlüssel mitnehmen und weiß ich nicht was, nur damit ich mich da nicht drin einschließe aus Versehen. Oder jemand anders mich einschließen könnte. Aber manche Leute haben ja keine Angst vor gar nichts, ne? So, sehr schön. Da kann man doch auch schon wieder lesen, was draufsteht. Nicht umwerfen. Das hört sich die ganze Zeit so ein bisschen an wie der Alarm, der hier die ganze Zeit ist. Oh Gott, 66% haben wir erst. Och, meinen die den Raum hier damit oder meinen die alles? Kann ich mir noch eine Pizza mitnehmen? Ich meine, wenn ich hier fertig bin, gut, die ist wahrscheinlich dann kalt. Aber dann ist es zumindest nicht die letzte Pizza, die ich hier mal gegessen habe. Oh, die haben doch bestimmt auch irgendwo Wechselgeld, oder? Mamma mia. Die Pizzeria. Das ist eigentlich auch ein ganz guter... wo ist denn das Ding jetzt da hinten? Das ist eigentlich auch ein ganz gutes... ganz gutes Bild, was man benutzen könnte. So als Coverbild, das wollte ich sagen. Das andere weiß ich nicht. Wo das jetzt gewesen ist? War auf jeden Fall nicht in der Küche. Wieder irgendwas, was wir lesen müssen. Ich hab's geahnt. Wenn ich versuche, da drunter zu reinigen, dann muss das Ding natürlich kaputt gehen. So, die Pfanne machen wir auch direkt mal blutfrei. Geht das? Ja, geht leider nicht. Müssen wir so mitnehmen. Better, könnte, theoretisch, aber naja. In diesem Fall eher nicht. Ach ja, ach ja. Habt keine Sorge, wir machen eure Öfen direkt wieder sauber. Porn tief rein sozusagen. Ihr werdet nichts mehr davon haben, aber... immerhin. So. Das wäre dann Nummer 6. Nummer 7 hängt noch hier im Gefrierraum. Bei den anderen weiß ich nicht. Da müssen wir nachgucken.
Alter, ich hab's doch gewusst. Es ist nervig, es ist nervig. Und es funktioniert schon wieder nicht. Aber... Also, ich weiß nicht, was bei den Entwicklern nicht in Ordnung ist, dass man sowas programmiert, ganz ehrlich. Nimm es doch mal an, bitte. Du bist da doch schon drin. Oh, an die Stelle wollte ich eigentlich nicht boxen. Hab ich's hinbekommen? Ah, sehr schön. Ach, hier komme ich gar nicht durch. Okay. So. Hier muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Unbelievable. This glass is intact after all this action. Tja. Was soll man dazu sagen? Ich glaube, dann nehme ich mal lieber das andere hier. Natürlich ist auch ganz oben an der Decke noch was. Schön vorsichtig, dass wir hier nichts anderes mit kaputt machen, ne? Soweit aber eigentlich gut aus. Okay. Oh, dein Ernst? Ich habe zwei Teile von der Flasche gemacht. So, mal schauen. Ah. Da ist das Wechselgeld hin. So, what secrets do you hide? Geheimnisse? Haben wir sowas wie ein geheimes Hinterzimmer oder so? Das würde hier zu den dem Notizblock da passen. Mobbed by the real mobsters? That's the opposite of ironic. Tammy, denk dran, Herr Gatti und seine Freunde sind viel wichtiger als unsere Stammkunden. Also sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Und komm nicht einmal in die Nähe ihres Tisches. Es sei denn, du wirst gerufen. Bitte, um Gottes Willen, versorge es heute Abend nicht. Ja, kann sein, dass er es versaut hat. Ich bin mir nicht so sicher. Aber der hat ja irgendwas erzählt von wegen Revanche oder so, ne? Deswegen... Ich glaube, hier können wir sonst nichts mehr mitnehmen oder irgendwie... nutzen, keine Ahnung. Oder untersuchen oder sonst irgendetwas. So, hier ist das Büro. Stellen wir mal dahin. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir dich hier rausholen können, ohne dass wir Fußabdrücke hinterlassen, ne? Das du in deiner Hand, beziehungsweise neben dir liegen. Ist das die Mordwaffe? Ja, ich hab's gemerkt in dem Moment, wo ich da hingeguckt habe und mit dem Ding rübergegangen bin, ganz ehrlich. Ah.
Ach ja, ich freue mich schon über neue Punkte, damit wir wieder was Neues hier freischalten können. Jetzt leg doch nicht auch noch deinen Fuß extra da rein. So, da können wir auch gleich mal ganz viel durchschauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dann kann ich direkt wieder laufen gehen. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Stimmt, im Regal, das, ja. Dass das doch mittlerweile sehr lange hält. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt kann ich aber trotzdem... Nee, kann ich nicht mehr öffnen. Okay. Na gut. Nehmen wir dich erstmal mit. Das wäre dann Nummer 7. 8 liegt noch im Kühlraum. Achso, 9 liegt noch draußen. Genau. Natürlich fällt es rüber. Was auch sonst. Ich weiß mittlerweile gar nicht. Achso, Moment. Habe ich den Schlüssel dafür? Okay, ich dachte jetzt zufälligerweise, aber... Oh, da sind 2 drin. Ist das einer von seinen Leuten vielleicht? Der ist doch gefroren. Wieso hat er den jetzt so gut mitnehmen können? Ja, natürlich. Kann ich dir irgendwie die Beine brechen, damit du da drin landest oder so? Alter. Der hat Blut um sich rum, aber sonst... Jeder braucht ein Verhörzimmer, ne? Nicht nur die Mafia. Obwohl. Wie mache ich das denn jetzt wieder? Och, perfekt. Der war jetzt gerade so richtig perfekt. Okay. Das soll wahrscheinlich da hinten rein, wenn ich das richtig sehe. Was ist das? Bingo. Wortwörtlich. Family Bingo. Okay. Hebe auf. Dass ich die Laptops nicht mitnehmen kann, ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Was Wichtiges? Ich bin mir nicht sicher. Mach das mal zur Not lieber weg. Ich kann aber nicht mit interagieren oder so. Nun gut. Uns fehlen noch einige Beweise. Da hinten ist noch ein Hinterzimmer übrigens. We're fucked, boss! Big Jim knows all about the meeting at Mateo's! Knows all about the deal! Run! Answering this one would save many lives. Irgendwie schon. Hier. So. Eine Kassette. Proskiotokor oder so, was weiß ich denn. Ein ganzes Geldbündel, das ist doch super. Also ich sitze hier gerade mit Fieber, ne? Also wenn ich jetzt irgendwas nicht vorlesen kann, es tut mir wirklich sehr leid. Aber dann habt ihr Pech gehabt. Nein, so wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, aber es ist letztendlich ja auch so, weil
Mein Kopf ist gerade ein bisschen Matsche, bin ich ganz ehrlich. So. Und wenn ich da tatsächlich mal irgendwas jetzt nicht richtig lesen kann, dann ist mir das ehrlich gesagt in dem Moment jetzt auch egal. Ach, der ist voll oder was? Ernsthaft? Ich würde das aber schon gerne mit dem machen. Bin mir nicht sicher, wo ich das hinstellen soll, weil sonst macht der ja wieder irgendeinen Mist. Moment, das ist... Das ist aber doch hier rot. Das ist kein Rost. Das sieht mir aus wie Blut. Wieso müssen wir das nicht wegmachen? Nein! Och. Ich dachte, er hat es jetzt nur nicht richtig. Ich muss den Schwamm, glaube ich, auch mal verbessern hier. Ach ja, ich hoffe, der hat jetzt nicht wieder die Blutflecken hier verteilt. Ich bin zu früh weggegangen, ne? Das will ich eh klauen, da ist es mir egal, ob da Blut dran ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da überhaupt Blut dran ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Das nehme ich auch mit. Tja. Da unten sind kaputte Sachen. Da fehlen... Nee, das kann ich noch klauen. So. Und da fehlt das Ding drin. Frage ist jetzt nur, oben das? Muss ich das jetzt mit schwimmen? Ist das dein fucking Ernst? Ich sag doch, ich hätte es auch hinbekommen ohne Hilfe. Jetzt ist hier auf jeden Fall überall Blut drin. Vielen Dank für nichts. Wir machen es anders. Gucken jetzt erstmal, dass wir hier den Kram wegkriegen. Ach, das ist daneben. Das hier rein. Und ich habe gesehen, hier sollten wir auch nochmal nachgucken. Ich habe die Kaffeetassen gefunden. Damals, wo ich noch in der Bank gearbeitet habe, ne, da war es tatsächlich so, dass die ihre persönlichen Kaffeetassen immer abgeschlossen haben in der obersten Etage. Was mache ich denn da am besten? Da komme ich ja noch so dran. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich dahinter dran? Und mache ich das Ding kaputt, wenn ich das so mache? Ja, natürlich. Natürlich. Alles gut. Alles gut. Ich weiß nur nicht, ob ich dich da... Ja, doch, ich krieg dich wieder drauf. Die anderen Sachen stehen jetzt... Das war das Falsche. Stehen jetzt nicht so schön. Moment. Ja. Zwei Sachen fehlen noch. Das war der Affe. Der kommt dahin. Und was für ein Globus. Hä? Was war denn das? Ein Globus. Wo zur Hölle ist hier ein Globus? Da ist noch was mit Dartfallen. Aha. Okay, Moment, da gucken wir jetzt auch gleich mal nach. Wir müssen uns jetzt hier von Ecke zu Ecke durcharbeiten.
Aber den Globus muss ich halt auch noch finden. Oh Gott, das hätte ich lieber zulassen sollen, glaube ich. Hier wäre eine Trittleiter gewesen. Wollt ihr mich verarschen? So, Moment, das einmal in die Ecke. Das tun wir nach hier. Kann ich die jetzt schon aufziehen? Scheinbar immer noch nicht. So. Jesus. Was? Ja, kein Thema. Moment, wir gucken erstmal hier. Der verdammte Aufzug im Hotel ist schon wieder kaputt. Jetzt müssen wir uns über diese verdammt lange Leiter abmühen. Falls es einer von euch Idioten noch nicht mitbekommen hat, die Schlüssel für die Luke sind in der Küche. I wonder what kind of secret ingredients do they keep in the basement. Wieso bin ich jetzt hier? Okay. Wie komme ich denn da runter, ohne dass ich runterfalle? Anscheinend gar nicht. Oh, okay. Ja, weil man ja immer so die Treppen runtergeht. Kein Thema. Gut. Wo sind wir denn hier? Ach, komme ich da vielleicht raus? Das könnte sein. Nee, das. Ach, das ist dieser geheime Raum. Ah, so. Swishy Swoop. Okay. Oh, sie haben sogar noch Geld hier liegen. Ja, Hammer. 700. Den billigen Fusel hätte ich zwar jetzt auch gerne mitgenommen, aber... Benutze. Ist leider keine Errungenschaft. Schade. Hätte ich jetzt fast gedacht, wenn das hier so rumsteht. Das nehmen wir auch mit. Never listen to Marty. Don Corto, rate, wer reich geworden ist. Kaufe sofort Pate-Sammlerstücke. Gio Grando, machst du Witze? Sei ein Mann, spiel weiter. Don Corto, aber ich will nicht verlieren. Gio Grando, hör zu, die meisten Millionäre sind nicht einfach so geboren. Sie kommen aus dem Risiko. Don Corto, verdammt, du hast recht. Fick dich, Marty. YouTube, hier nur kleiner Disclaimer, ne? Hab ich nicht gesagt, ich hab's vorgelesen. So, von wegen, man darf ja nicht mehr... nicht mehr fluchen. Are you out of your mind? Trying to play Russian roulette with a Makarov? It's not Russian, it's an Italian roulette. That's not the point. If you're such a softy, then I'll start. Good thing someone has already cleaned up after this idiot. Sicher, dass wir das zurücklegen sollen? Da ist ein Tresor, Moment. Sehr schön. Sehr schön. 300, 900. Sehr schön. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier rein? Ach, manuelles Hacken. Okay. Oh, wie war das? Nein, doch. Hat er nicht angenommen? Muss ich wahrscheinlich draufstehen. Ach so, nee, das war die 4. Entschuldigung. Ich muss ja auch auf die Dings draufstehen. I'm in. Keep your friends close. Treasure. Betrete den Glücksspiralenraum und öffne den Safe. Wuhu! Ich würde sagen, das hat mir heute richtig gut was eingebracht. Gut, dass ich das nicht mit meinem Arbeitgeber teilen muss. Aber warum zur Hölle tut sich jemand Ananasscheiben hier in einen Safe rein? Ich bin mir nicht sicher. Sliced. Heißt das nicht auch noch gezuckert? Boah, dann auch noch... Nee, also ganz ehrlich. Gezuckert esse ich die nicht. Leicht gezuckert ist noch hart an der Grenze. Ungezuckert auf jeden Fall, aber... Nee. Gezuckert esse ich die nicht. Ich habe auch so meine Prinzipien.
So, sonst können wir ja nichts machen, ne? Ich meine, wir haben ja schon ziemlich viel gemacht, davon mal abgesehen. Geld ist hier sonst auch nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen. Wir sind leider nicht nach oben rausgekommen, aber wir haben ein Secret gefunden. Das ist doch schon mal super. Ich wollte gerade sagen, sind hier oben jetzt auch Secrets oder was? Können wir den Deckel wieder zumachen hier? Damit ich da nicht reinfalle oder sowas, wenn ich hier rumlaufe. Das habe ich jetzt schon gehabt. Das, ja genau, das war das mit dem, ja, ja. Ich habe jetzt auch sonst keine Blutflecken mehr, aber da oben ist halt noch immer die Sache mit dem Globus, das verstehe ich noch nicht. Ach, hier kommen wir raus, Hallöchen, da ist noch eine Leiche, Moment. Ach, das war die, die geschrien hat, oder was? Okay, hier können wir noch mal... Wollt mir auf Apple, oder? Muss ich jetzt da hochklettern, oder was? Echt jetzt? Moment, hier unten lag doch sowieso noch eine. Ja, das ist nicht das Beste, was ich hier nutzen kann. Ich weiß, ich weiß. Ja, nehmen wir erstmal... Moment. Wir nehmen erstmal das Ding hier mit. So. Ich bin ja schon begeistert davon, dass die überhaupt draußen hier Wasser haben. Jetzt ist das hier sauber. Das ist, nehme ich mal an, die Kellnerin oder sowas. Der Boden ist irgendwie schlecht zu reinigen hier. Ja, guck mal, das machen wir auch noch weg. Wir wollen ja im wahrsten Sinne des Wortes keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ne? Ich meine, sie sind nicht unsere, aber so oder so sollen die nicht hier hinterlassen werden. So, sehr schön. Ich denke mal, du bist jetzt sowieso wieder leer oder fast leer. Wo war denn das hier? Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nirgendwo in Blut reintrete. Keine Ecke, wo ich irgendwas mitnehmen kann, so wie es aussieht. So. Das hatte ich befürchtet. Bei der nächsten war es, glaube ich, Verbesserung, können wir den Hochdruckreiniger übrigens auf unseren Rücken mitnehmen. Das heißt, wir müssen den nicht immer irgendwo in den Weg reinstellen. Das ist schon mal positiv. Und ich glaube, passiv, oder man muss es nochmal extra anklicken, wird dann auch nochmal der Tank erhöht. Ja, natürlich bin ich zu weit weg. So, vorsichtig dran vorbei. So. Ich finde das gut, dass man die Sachen verbessern kann. Ich hatte mich ja zwischenzeitlich mal gefragt, ob das möglich ist zum einen und natürlich, ja, inwiefern das dann vielleicht auch wirklich Auswirkungen hat. Aber gerade auch mit dem Tank, muss ich sagen, im Vergleich zu vorher, das ist schon ein riesiger Unterschied. Wir haben das ja, glaube ich, zweimal jetzt verbessert. Mit 30% oder so jeweils. Das ist schon einiges. Okay, hier ist 100% Blut weg. Das ist gut. Nur du hörst zu deinem Dad. Ja, Timmy, hättest du mal auf deinen Vater gehört. Papa, warum gehst du gerade nicht ans Telefon, Tammy? Achso, Tammy ist sie. Arbeite gerade, sorry. Papa, bitte such dir einen anderen Job. Bei Matteos Pizza stimmt etwas nicht. Manche sagen, Mr. Getty besitzt es. Oder besitzt den Besitzer. Bitte halte dich fern. Tammy, nicht jeder
Italo-amerikanische ist in die Mafia verwickelt. Papa, sei wenigstens vorsichtig. Tammy, okay. Papa, deine Mutter und ich kommen in ein oder zwei Tagen vorbei. Tammy, ich kann es kaum erwarten. Also, ich wollte gerade sagen, warum ist das jetzt hier? So, nehmen wir das mal komplett rein. Ich habe hier einen Müllsack angeblich, der entsorgt werden muss. Kann das eigentlich von an... Oh, danke. Ich wollte gerade sagen, ich will die nämlich jetzt nicht hier komplett in der ganzen Gegend rum. Achso, falsch. One bullet hit her leg, and the other went through her neck. Poor girl. This wasn't supposed to happen to her. Ja. Was soll man sagen, ne? Another innocent soul ending up in a body bag in my car. Am I the real monster now? So, jetzt die große Herausforderung. Aber warum steht hier ein Müllsack entsorgen? Ach so, die meinen da hinten den, den zählen sie auch mit. Okay. Ich will nicht damit interagieren, ich will da drauf. Muss ich da jetzt echt was hinstellen? Könnte ich da eigentlich den Stuhl hinstellen? Nur mal so am Rand, ne? Weil wenn ich jetzt nichts gekauft habe, muss ich ja irgendwas da hinstellen können, damit ich da hochkomme, oder? Ach, F dich doch einfach. Also, ich mach das jetzt mit dem Ding. Ich versuch das mal einfach. Was zur Hölle ist das? What a journey. Macht Flecken in der Nähe leichter zu reinigen. Wieso wusste ich das nicht, dass ich das hab? Alter, wieso sagt mir das keiner? Ich hab's wahrscheinlich irgendwann mal gekauft, ja, aber wieso sagt mir das keiner? So. Aber ohne das Ding kommt man hier echt nicht hin, ne? Omas Wohnung. Komm mal her. Musste ich leider mal eben da runterwerfen. Tut mir leid, Oma. Ich kümmere mich später um dich. So. Zumindest von außen muss das alles jetzt wieder schön aussehen hier. Oh, was hat der denn hier für eine Sauerei gemacht? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss jetzt hier aber kein Wasser hoch machen, oder? Lupen rein von außen. Jetzt habe ich es nicht mitbekommen. Scheiße, sag mir nicht, ich soll das Wasser hier auffüllen. Ach du Fuck. Okay. Ich muss ja auch noch... Erstmal muss ich das sowieso so machen, dass ich mich hier in der Wohnung bewegen kann. A perfect spot for painting and spying on your neighbors. Die eine Einzimmerwohnung oder was? Hat die gern Schlafzimmer und nix? So ihr Telefon oder nicht? Hm. Schätze, jemand wird sie bald vermissen. Das ist das jetzt eine Anspielung hier mit den Mäusen oder was? Auf diese Horror-Satanskatze? Ich kann noch nichts dafür. Ich darf die Tür nicht öffnen. Ach, das war das. Das nehmen wir doch mit. So. Oma war eine kleine Künstlerin. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr. Das sieht auch sehr kunstvoll irgendwie aus, aber... Oh yeah. Ach, da ist auch noch was. Nehmen wir doch mit. Nehmen wir doch alles mit. Habe ich das wenigstens vorher... Nee, ich habe es natürlich nicht aufgefüllt. War ja klar.
Natürlich habe ich dann auch noch was kaputt gemacht. Juhey. Und schon wieder. Die Errungenschaft kriege ich auf jeden Fall. Ne, die habe ich ja schon, ne? Von wegen so und so viele Dinge kaputt machen. Deswegen weiß ich auch davon. Ist da jetzt Blut mehr? Da ist kein Blut mehr dran. Hier ist aber noch Blut dran. Na, komm schon. Ja, das war so klar. Ah, Mann. Muss ich das jetzt echt einpacken? Boah, ist das ätzend. Da muss ich hier tatsächlich wieder hochklettern. Ich bringe erstmal Oma weg. Es tut mir leid, Oma. Ich will dich jetzt nicht die ganze Zeit hier auf dem kalten Boden liegen lassen. Du wirst schon mal in einen schönen, warmen Leichensack transportiert, okay? Damit es dir dann besser geht. Oder vielleicht auch nicht. Aber Hauptsache, um Oma ist erstmal gekümmert worden. Geh mal rein, Oma. Damn, Big Jim is ruthless. Hard to believe I'm on his payroll now. Aber eine Leiche haben wir noch nicht gefunden. So, Moment, den. Packen wir ein. Hallo? Nein, wo ist der? Den habe ich da stehen gelassen. Das müssen wir. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Oh, das ist ja auch dreckig. Wieso kippt der den immer aus? Ich verstehe es nicht. War es aber jetzt, oder? So. Ah! So kann... Nee, so kann ich ihn nicht lernen. Aber wenn ich den jetzt nehme, dann ist das... Haha. Dann ist das nämlich Wasser. Dann habe ich nämlich jetzt hier keine neuen Spritzer drin. Das ist die Treppe, das ist klar. Okay, theoretisch müsste ich jetzt alles... Hä? Habe ich das vorher nicht gesehen? Und warum ist jetzt hier schon wieder? Ach, sag bloß, das ist von der anderen Seite aus. Aber ich habe diesen scheiß Globus hier, habe ich immer noch nicht, ne? Hm. Nein, ganz ehrlich, da weiß ich aber nicht, wie ich da hinkommen soll. Nein. Du Blödhammel. Geh doch da hoch. Mann. So, jetzt aber. Jetzt nehmen wir den. Ich hoffe, ich habe die Lampe jetzt dabei. Werf die doch einfach raus. Gib mir keine Chance, die erstmal hinzustellen. Nee, ist kein Thema. Alles gut. Oh Gott, an der Decke ist auch noch Blut. Willst du mich denn verarschen? Der hat die von draußen erschossen. Als ob dann bis hier an die Decke so eine Menge Blut rankommen würde. Ihr habt irgendwie von Forensik habt ihr noch gar nichts verstanden, ne? Eieiei. Ei, ei.
Das fand ich ja wiederum an Autopsie-Simulator sehr gut, weil die so, wie ich das mitbekommen habe, sich ziemlich gut auch darum gekümmert haben, wie das wirklich bei der Forensik so abgeht und alles. Weil viele Sachen kamen mir da wirklich bekannt vor. Bitte. Dass ich genug Wasser dabei habe. Vor allen Dingen sollte ich erstmal. Da ist noch ein Ring. Hab ich gar nicht gesehen. Nehmen wir den noch jetzt mit. Zumindest oben den Teil habe ich schon mal so weit geschafft. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Können wir den direkt wegmachen, weil, ne? Wie soll man das sonst machen hier? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hatten wir hier schon geguckt? Ich glaube ja, ne? Ja, ja, das war das mit den Mäusen. Okay. Oh, Oma hat allerdings auch gerne bei der Pizzeria eingekauft, so wie es aussieht. Schade. Oh, ja, Moment, da war noch was. Ja, geil. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber die Pizza nehmen wir auch mal mit. So. Omas Wohnung gesäubert. Nee, anscheinend ist es nicht wichtig, weil sonst hätten die das ja jetzt nicht geschrieben, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. Da habe ich zwei runtergeworfen. Die Leiter steht unten. Alle Aufgaben in Omas Wohnung sind erledigt. Zack. Das können wir wieder mitnehmen. So, hier müssen wir nur noch zwei Müllsäcke entsorgen. Alles andere dürften wir soweit dabei haben. Aber irgendwo fehlt uns doch noch eine Leiche, oder? Fehlt uns nicht noch eine Leiche? Stand da eben nicht noch, wir haben noch eine Leiche offen? Wo habe ich den jetzt hingeworfen? Achso, hier vorne. So, hier sind wir nie gewesen. Oh, das Blut habe ich noch gar nicht ganz gereinigt. Stimmt. Da fehlt noch eine Leiche, genau. Ich wollte gerade sagen, macht er das so? Moment, hier haben wir noch Beweise. Hallo, eh. So now that you had time to think, are you finally in a mood to talk? Shit, he dropped dead already. Why do I always fuck things up? He really deserves a cold shoulder for a fuck up like that. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Denn ich gerade eben noch 11 von 12 Leichen hier drin stehen gehabt? Hä? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Bin ich wirklich ein bisschen verwirrt. So, dich nehme ich erstmal mit. Das sieht so clean aus, ne? Ich bin ja immer wieder begeistert, aber auch gleichzeitig überrascht darüber, wie toll man das eigentlich wieder sauber kriegen kann. Wenn man bedenkt, was das für ein Chaos ist eigentlich. Nichts zum Klauen hier, okay.
Okay, ja, ist ja alles gut. Found you. Ah, sehr schön. Okay. Blut haben wir nicht mehr, das hat er jetzt quasi gerade. Okay. Können wir das direkt mitnehmen? We could have picked some warmer place for this. Waren es die Finger oder haben sie was anderes gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das war ein Kerl, der hier hing, ne? Zwei Möbel brauchen wir noch und irgendwo muss noch Müll liegen. Nee, halt. Ich wollte Q drücken. Hä? Ernsthaft jetzt? Hier liegt kein Müll mehr rum. Zwei Möbel an ihren Platz rücken. Ach, da ist noch Müll. Moment. Die habe ich gar nicht gesehen. Die sind so klein. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal der Müll. Aber wo sollen wir jetzt noch zwei Möbel an ihrem Platz stellen? Ich bezweifle, dass das irgendwo hier ist. What a mess. A world is faster than a stone. No matter how fast I run, robots will replace you. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Oder ist es vielleicht unten irgendwas? Draußen irgendwas. Also hier oben, ne, da brauche ich ja, aber ich weiß nicht, meinen die vielleicht das Ding damit? Ich habe keine Ahnung. Moment, ich versuche mal kurz das Ding erstmal hier hinzustellen. Ich glaube zwar nicht, dass die das meinen, aber Alter. Alles gut. Alles gut. Ein bisschen näher ran hier. So. Ja, stell dich wieder hin. Stell dich wieder hin. Dann halt nicht. Ey, ist das hier kompliziert. So. Die meinen aber nicht das. Das ist doch nicht der Globus hier, oder? Nee, das soll ja hier dran. Ich verstehe das nicht. Wo soll hier noch ein Globus sein? War ich hier schon? Bin mir nicht sicher. Aber ich meine, ein Globus ist auch nicht hier. Doch, die Milch habe ich, glaube ich, gesehen, oder? Der Globus ist ja auch nicht in der Schublade versteckt, deswegen. Ist hier irgendwo der Globus versteckt? Das macht mich jetzt wahnsinnig, ne? Weil durch diesen scheiß Globus fehlt mir noch 1%. Und keine Ahnung, wo das andere Prozent ist, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Hä? Wieso war das blau?
Nee, das gehört doch dahin. Hey, wieso war das jetzt blau? Oder habe ich das jetzt wegen dem Wegnehmen irgendwie gerade? Da steht das drunter. Da ist aber kein Globus drunter. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Ist der irgendwie weggeworfen worden oder so? Oh, hallo! Was ist denn das hier noch für ein Bereich? Da hinten ist noch was, was man nehmen kann. Aber immer noch kein Globus, nebenbei bemerkt. Hier hat einer gewohnt. When I came back home, everything was already in ruins. Those bastards demolished the entire state. And then... Then all I could save was that little plant. One only little plant. Sounds weirdly familiar. Das ist kein Geheimnis, oder ist das erst ein Geheimnis, wenn man hier herausfindet, wie man da reinkommt, oder was? Ah, bin ich nicht gut im Gitarre spielen? Auf jeden Fall haben wir noch ein Geheimnis entdeckt. Ja, geil. Ich habe immer noch nicht den Globus nebenbei bemerkt, aber immerhin habe ich noch ein Geheimnis entdeckt. It was a mistake. Okay. Ist hier zufällig ein Globus drin? Nee, ne? Ja. So einfach geht das manchmal. Ah. Okay. Da kann ich nichts machen. Nichts öffnen oder so? Naja. Ich war nie hier, ne? So. Achso, Moment. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Steht auch nichts drin, wenn ich da reingehe. Okay. Hä, Moment. So, weil ich draußen bin. Wenn ich hier drin bin, dann muss ich ja den Globus noch hinstellen halt, ne? Warum auch immer jetzt eins mehr. Die waren aber nicht hier irgendwie eine Schublade oder so. Ist das ein Bug? Ich habe hier nirgendwo einen Globus gesehen. Ich sag ja, das macht mich total kirre. Und normalerweise, wenn man Q drückt, dann muss man ja normalerweise auch das markiert bekommen, was halt... Ja, gut. Ich weiß nicht, ob man das markiert bekommen muss, was man aufheben muss. Oder nur das, wo es halt eben hin soll, aber... Ich sag ja, das macht mich hier gerade total kirre. Also tut mir leid, dass ich jetzt hier wie blöde noch am Rumlaufen bin und am Suchen bin. Aber ich finde diesen verdammten Globus nicht. Den hat doch irgendeiner geklaut, oder was? Ist der hier vielleicht drin? Nee, ne?
Also bei aller Liebe, ich würde das ja gerne mit 100% abschließen. Das wurmt mich tatsächlich so sehr, dass ich jetzt gerne mal nachgucken würde, ob das irgendjemand gesehen hat, wo der Globus ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen. Entweder ist das wirklich ein Bug? Keine Ahnung. Das kann doch nicht sein. Ich meine, ihr guckt doch mit. Also, ihr seht doch hier auch nirgendwo einen Globus. Und warum sollte der Globus jetzt hier so kilometerweit von dem Ding entfernt stehen? Das verstehe ich nicht. Hat die den Globus irgendwie mit hier draußen dabei gehabt, oder? Hier kann man auch nichts machen. Okay. Kann ich aber nichts machen. Ist auch eine Tür, die nicht aufgeht. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Suche ich hier überall so einen fucking Globus? Habe ich den vielleicht aus Versehen mit jemandem hier weggeworfen oder so? Hat den irgendeiner der Angestellten weggeworfen, weil der eigentlich kaputt war oder... Ich weiß es nicht. Also, ganz ehrlich, wenn ihr wisst, wo dieser scheiß Globus ist, bitte, bitte sagt es mir. Ich gehe jetzt noch einmal kurz hier unten gucken. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man den... vielleicht mitgenommen hat, was genauso bescheuert natürlich wäre, aber wäre jetzt echt das Einzige hier. Wenn ihr wisst, wo man den Globus herbekommt, dann bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil ich würde das gerne auf 100% haben und es wurmt mich gerade so dermaßen, dass ich die 100% deswegen nicht bekomme, weil dieser scheiß Globus nirgendwo auffindbar ist. Das formt mich echt total. Bin ich ganz ehrlich. Stelle die Möbel wieder... Moment, jetzt gehe ich nochmal kurz. Wenn ich unten bin, ist das weg, oder? Nee. Also wenn ich unten bin, geht es nicht weg. Nee, doch, Moment. Wenn ich hier drin bin, ist weg, hä? Okay, also es hat irgendwie, glaube ich, mit der Treppe zu tun oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alles durchgesucht. Wegen so einem scheiß Globus. Wie gesagt, ich habe gedacht, das wäre das Ding, was daneben steht, aber das ist es ja auch nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, wenn die Polizei nicht verwirrt ist, nicht zu 100%, weil ich diesen dämlichen Globus nicht habe, dann tut es mir echt leid. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ihr selber spielt, habt ihr das Problem auch. Oder es ist bei euch vielleicht nicht verbuggt, wenn es wirklich ein Bug sein sollte. Das kann natürlich auch sein. Aber, ja, nee, keine Ahnung. Steht auch im Endeffekt
ne, für die ganze Wohnung hier, aber... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was ein Globus jetzt hier in der Küche zu tun haben sollte, davon mal abgesehen, aber... Nee. Ja. Wie gesagt, ich weiß es absolut nicht. Ich bin da völlig überfordert jetzt mit dem Globus hier gerade. Bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst, weil das ist irgendwie... Hier kann man auch nichts machen. Nee. Ja, tut mir leid. Ich gehe dann raus. Es wurmt mich unheimlich, aber... Vielleicht habe ich den ja aus Versehen mit zerstört oder so und habe den jetzt schon eingesammelt. Ich habe keine Ahnung. Blut, Müll, perfekte Punktzahl. 97, weil ich diesen fucking Globus nicht bekommen habe. Ich werde mir auf jeden Fall mal ein Video angucken, weil das kotzt mich so an, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. Bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht beeindruckend. Ich habe diesen Globus nicht gefunden. 10.890 durch die Mission. Und 7.200 gestohlen. Ja, ist doch schon mal... Ist schon mal eine Hausnummer. Vor allem für einen einzigen Auftrag. Der hat zugegebenermaßen lange gedauert, aber... 12 Punkte haben wir dazu bekommen. Und wir haben trotzdem eine Kassette noch nicht gefunden. Ja, wahrscheinlich irgendwo in einem Geheimnis. Vielleicht ist da dieser beschissene Globus auch gewesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß, ihr hört es ja, ne? Ich bin jetzt gerade mega genervt davon. Deswegen... Bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare rein. Wenn ihr es wisst, wo der ist. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ich muss mein Handy suchen und... Nee, das ist auf der anderen Seite. Ich wollte gerade sagen. Wir sind wieder zu Hause. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wo dieser Globus ist. Der, der eine gute Antwort geschrieben hat. Wenn es mehrere sind, dann picke ich mir natürlich einen raus. Den pinne ich auch gerne an, damit jeder, der das Video sieht, auch nochmal in den Kommentaren hat nachlesen kann, wo dieser Globus ist. Mich wurmt das so dermaßen. Ich habe da echt keine Worte für. Tut mir leid, dass deswegen jetzt auch das Video so extrem lang geworden ist, aber so what? Was soll ich machen? Ich meine, ich kann auch eine Stunde suchen. Ich hätte ihn unter Garantie nicht gefunden. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendwas in der Richtung kaputt gegangen ist oder so. Keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!